Könnte sein, dass ich online bin. Dort mal mehr Flaschen. Ein bisschen Schlagseite. Hatte einen Termin in Durlach und da ich schon ewig nicht mehr draußen war, habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Heute sonnig, die nächsten Tage soll es auch wieder nicht so sonnig werden. Von daher, alles mitnehmen, was geht. Ich werde jetzt mal diesen Vorteil ausnutzen. Corona-Nebenwirkungen. Mal gucken, dass ich den Leuten nicht so ins Gesicht filme, obwohl alle eine Maske aufhaben. Tatsächlich fast alle. Ja. Thank you.
Oh. Ganz schlechte Bitrate gerade. Ich bin mal gespannt, wie das hinterher aussieht. Sonne. Nur doof, dass das Gesicht halb von der Maske verdeckt ist, weil so kriegt man von der Sonne und den Vitaminen jetzt natürlich auch nichts ab. Nicht wirklich. Aber immerhin. Na, wer hat Vorfahrt?
ein wenig Remote-Sonne für alle, die zu Hause sind. Oder die in NRW sitzen unter einer dicken, dicken, dunklen Wolkenschicht. Ein bisschen Sonne. Sorry. Fabrik für Orgelbau H. Voigt und Söhne. Keine Kinder, dann kann man heute auch mal hier lang gehen. Das ist nämlich ein ziemlich, ziemlich cooler Park hier. Volleyballfeld. Und das war ein BTS-Quote und nichts anderes. BTS Dynamite. Got my ping pong. Ist übrigens auch die Feuerwehr von Durlach. Das ist ein ziemlich cooler Spielplatz hier. Da oben kann man nämlich Wasser pumpen. Und das fließt dann halt da so runter. Ziemlich geiles Klettergerüst.
irgendein Trimmdich Gerät. Und wie leider so oft, der Korb fehlt fürs Basketballfeld. Schade. Und hier ist irgendwie Schule und Kindergarten. Auch ziemlich geil. Die haben ihren eigenen Spielplatz. Sogar mit Boulderwand. Feuerleiter kombiniert mit Feuerrutsche ist natürlich auch geil. Wenn ich ein Haus hätte, hätte ich das auch. Also ich bin froh, überhaupt mal rausgekommen zu sein jetzt.
Und das war meine Bahn. Dann nehme ich wohl die nächste. Und da so viele Kinder kommen, ist hier wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen.